Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Knights of the Old Republic. Letztes Mal haben wir, den Namen muss ich noch lernen, den Wookie befreit. Zeig mal. Salba. Naja, ich und Namen, wir verstehen uns nicht so gut. Den können wir jetzt hier auch direkt ein bisschen aufleveln und ja, wir müssen ihn wohl auch noch ausrüsten, denn gefangen wie er ja war, hat er wohl eher keine Waffen dabei. Kannst du nicht auswählen, die Voraussetzungen erfüllt er leider nicht, ja, also schade. Energieschild, ja, das eher nicht. Missions Vipro Klinge, die hat zwei Vipro Klingen. Blasterpistole, Blastergewehr. Wenn ich jetzt das Blastergewehr nehme, dann ist das hier. Wie hatte ich die denn geskillt? Ich habe Angst, dass es dann wieder abstürzt. Daumen drücken. Okay, im Moment ging es anscheinend. Inventar. Fähigkeiten. Das ist auch nicht so wirklich. Ich wollte mir den Charakter eigentlich. Ah, Talente. Ja, die hatte in welche Richtung Blasterpistole gegangen. Was hat er denn? Nahkampf. Ja, ist so ein bisschen auf Nahkampf vielleicht. Auf Nahkampfwaffen. Ja, also er geht schon so ein bisschen auf Nahkampf eher, von dem Skill her. Dann geben wir ihr doch wieder die Blasterpistole. Und er, ja, dann kriegt er halt Missions wie Proklinge. In der Mangelung anderer Alternativen. Ja, da hat er zumindest schon mal etwas in der Hand. So. Okay. Ach ja, richtig. Da war ja noch was, was da zu tun war. Und zwar hier, der Levelaufstieg. Was ist er? Er ist Speer. Reparieren kann er. Bewusstsein. Sprengstoff ist auch ganz gut. Ich folge hier mal den Empfehlungen. Computer soll er bekommen. Das weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Lassen wir es einfach mal. Talent. Ja, wenn man jetzt auf Nahkampf geht, dann halt Nahkampftalente. Am besten irgendwelche passiven wie Duell. Wo wir nichts groß machen müssen. Die er einfach so ausführen kann. Ja. Soweit erstmal. Dann haben wir hier sonst alles gesehen. Da waren wir drin und wir gehen hier hin, wo es noch recht unerkundet aussieht. Hier kommen wir wieder in den großen Raum. Doch, hier waren wir schon mal irgendwann, ja. Ja, wenn wir hier alles gesehen haben, werden wir auf jeden Fall vorher nochmal in die, okay, in die Oberstadt gehen. Und das Quest dort abgeben. Was? Wollt ihr auch mal schießen? Dankeschön. Das Quest mit dem... Hallo. Bewegen. Danke. Ja, was heißt die Oberstadt? Moment, nee, wir müssen zum Kopf gehen. Bin ich doof? Das Serum, genau, das Serum war's. Genau. Bendax Kopfgeld könnten wir noch machen, das war ja vereinbart, das ganze Tage, wo brauchen wir noch eins? Okay. Das könnten wir also machen. Dann könnten wir auf dem Rückweg quasi... Oha. Auf dem Rückweg, wenn wir das andere Quest mit dem Bendak auch noch gemacht haben, bei dem guten Menschen da vorbeischauen, dem Wurm in der Unterstadt und uns da das Kopfgeld holen. So, toter Rebell. Tagebuch des gelobten Lands.
So, damit sollten wir das auch soweit haben. Der ist inaktiv, das kann er auch ruhig bleiben, das stört uns jetzt nicht so viel. Das wäre jetzt halt sowas, auch wenn wir, Gauner, Speer, sowas wären, dann hätten wir davon wirklich was. Schauen wir mal gerade ins Tagebuch rein, was wir da bekommen haben. Du hast ein weiteres Tagebuch gefunden, in dem die Suche nach dem gelobten Land beschrieben wird, mit dem Tagebuch von Rukils Schülerin und dem, das du schon besitzt, kannst du herausfinden, wo das gelobte Land in Wahrheit liegt. Inventar. Es ist ein Puzzleteil, ja, aber wir haben jetzt zwei davon, also steht das genau dasselbe drin wie beim letzten. Von der Beschreibung, vom Beschreibungstext her, aber wir haben mal zwei davon, zwei brauchen wir und damit ist das okay. So, jetzt zeigen wir nochmal gerade die Karte an. Dann waren wir dort drin. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier nochmal durch können. Zeig mir nochmal gerade, wenn wir jetzt hier rechts gehen. Das sieht so aus, als wären wir da noch nicht gewesen. Aber wir waren hier schon, oder? Nee. Hä? Überreste? Ja, Cardiovaskular Regulator. Gerne doch. Hab euch. Einfach. Wunderbar. Passerkarten. Ah, verdammt, er ist doch eher ein Fernkämpfer. Da habe ich jetzt gerade mal wunderbar falsch gelevelt. Hey, Big Z, du solltest was gegen deinen schlechten Atem machen. Ich will ja nichts sagen, aber du riechst noch schlimmer als sonst. Und das will was heißen. Ehrlich gesagt, war dein Atem schon ranzig, als wir dich aus der Gewalt der Gamorianer befreit haben. Was haben dir die denn zu fressen gegeben? Gar nichts. Ich war nicht ihr Gast, Mission. Ich war ein Gefangener. Die haben sich nicht groß um mich gekümmert. Oh, Zalbar, das ist schrecklich. Ich weiß doch, wie du drauf bist, wenn du keine 8 Mahlzeiten am Tag bekommst. Ein Der Glück, Ärmste. Dass du nicht verhungert bist. Einmal habe ich einen Bär in den Arm gebissen. Er hat widerlich geschmeckt, also habe ich ihn ausgespuckt. Kein Wunder, dass dein Atem so schlecht ist, Big Z. Gamorianer schmecken wie Banterkacke. Wir müssen dir eine Zahnbürste besorgen, damit du dir die Beißer putzen kannst. Wookies putzen sich nicht die Zähne mischen, das ist einfach so. Womit willst du mich noch demütigen mit einem Kamm? Okay, entspann dich. Keine Zahnbürste. Mann, dann iss wenigstens was gegen den Gestank, okay? Und halte dich von Leuten fern, die dich in einen Käfig stecken wollen. Ich kümmere mich darum, sobald es geht, mischen. Wir sollten uns jetzt auf das aktuelle Problem konzentrieren. Was klappert denn da so? Ja, dann werden wir ihn jetzt mal ausrüsten. Also anscheinend ist er dann doch eher der Fernkämpfer. Ich habe ihm mal einen falschen Skill verpasst. Komischerweise hat er dann aber auch irgendwie merkwürdige Fähigkeiten, muss ich dazu sagen. Also dann der Blaster. Zumindest theoretisch. Der Blaster. So, ja, der hat anscheinend nichts an, einfach weil er ein Wookie ist. Was bringt denn dieser Gürtel hier? Tapferkeit. Überwacht den Herzschlag und die Atmung und initiiert bei Störungen des Herz-Kreislauf-Systems automatisch entsprechende Chemikalien. Wirkt sich positiv auf die Tapferkeit aus. Was habe ich in dem Moment an? Reflexe. Ja, ist auch sowas in der Art. Ja, dann soll er das bekommen, dass er zumindest auch ein bisschen was hat. Okay. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ja, gut, dass wir hier nochmal vorbeigeschaut haben, sonst hätten wir seine Waffen hier gelassen. Das wäre natürlich ein bisschen doof gewesen. So, und hier, genau, hier hatten wir schon geguckt, ne? Jawohl. So, dann haben wir die Kanalisation so ziemlich gesehen. Zumindest den Teil hier, weil da haben wir das Energiefeld, da geht's zu den Slums, da geht's zu den Slums. Das Lager, das haben wir schon ausgehoben. Ja, dann geben wir ihm vielleicht erstmal sein das Tagebuch, dem guten Mann. Es wäre gut, wenn die schon durchsuchten irgendwie verschwinden würden. Das würde es mir etwas einfacher machen. So, hier dürfen wir jetzt rauskommen.
Und das ist genau der Plan. Ich glaube, ich speichere schon wieder auch viel zu wenig. Wobei ich langsam davon ausgehe, dass genau das automatische Speichern eines von den Problemen war. Also, das gelobte Land. Ja. Wir sind jetzt hier, das heißt, wir müssen uns ein bisschen hier links halten. Ach ja, da ist auch schon das Tor. Perfekt. So, dann gehen wir den guten Mann mal besuchen. Wo ist er? Hier, glaube ich, oder? Ach, hier vorne noch rum. Rukil, hello. Ihr kehrt zurück, Oberweltler. Wie geht eure Suche voran? Habt ihr die Tagebücher meines Vaters und Großvaters gefunden? Ich habe alle drei Tagebücher, nehmt sie nur. Kann es wahr sein? Kann es wahr sein, dass sich der Traum meines Vaters und Großvaters endlich erfüllt? Ich wage es kaum hinzublicken. Ja. Aber natürlich, jetzt verstehe ich. Es macht alles Sinn. Jetzt verstehe ich, warum das gelobte Land so schwer zu finden war. Es ist so offensichtlich. Ihr habt etwas Wundervolles geschafft, Oberweltler. Eure selbstlosen Taten werden allen Bewohnern dieses Dorfes viel Glück und Freude bringen. Ich muss damit sofort zu Gendar. Rukil, was wollt ihr? Gibt es neue Legenden über ein verborgenes Paradies, das nur darauf wartet, von uns entdeckt zu werden? Wenn ihr erst mal gesehen habt, was ich euch hier bringe, Gendar, werdet ihr nicht mehr denken, dass es Märchen sind, die ich erzähle. Seht euch die Tagebücher an. Nein, es kann nicht sein. Sind die echt, Rukil? Sind die Informationen korrekt? Ich schwöre, dass alles, was in diesen Tagebüchern steht, wahr ist, Gendar. Das gelobte Land. Ich habe euch doch gesagt, ich würde es finden. Der Eingang ist weit entfernt, Rukil. Wir werden viele Wochen bis dorthin brauchen. Vielleicht sogar Monate. Und wir müssen durch zahlreiche Gebiete, in denen es vor Rakul nur so wimmelt. Ich sage ja nicht, dass die Reise einfach sein wird, Gendar. Aber alles ist besser als das elende Leben, das wir hier führen. Weise Worte, Rukil. Wir haben momentan gerade viele Vorräte. Wir könnten bei Einbruch der Nacht aufbrechen. Ich werde den anderen sagen, sie sollen sich auf die Reise vorbereiten. Ich danke euch erneut, Oberweltler. Und sage euch zum letzten Mal, lebt wohl. Wo wir hingehen, werdet ihr nicht folgen können. Die Reise ins gelobte Land ist lang und mühselig. Lebt wohl, Rukil, und viel Glück. Hier trennen sich unsere Wege, Oberweltler. Ich spüre, dass sich euer Schicksal erst entscheiden wird. Doch das Schicksal meines Volkes liegt am Ende der langen Reise, die uns nun bevorsteht. Neuer Tagebucheintrag, viel Erfahrung, helle Seitepunkt und ein Objekt verloren. Das heißt, es wird jetzt etwas einsam hier sein. Ist denn der tolle Händler auch mit? Sieht fast so aus. Ja, dann können wir von hier aus schnell reisen. Zum Versteck. Ja, bitte. Und dann wollen wir mal zum Doktor. Tü, Wartungsdruide. Nicht dahin, sondern hier vorne. Dann ist der auch glücklich. Wir bekommen bestimmt noch ein paar tolle Machtpunkte. Mal gucken, ob sich jemand wundert, dass wir einen Wookie dabei haben. Könnte ja sein. Vielleicht jemand auf die Idee kommt, ihn einzufangen und zu versklaven. Warte mal, war der Doktor jetzt hier oder? Ja, war er direkt hier vorne. Hey,
Vivek-Zed, bitte versteh mich nicht falsch, aber du siehst in letzter Zeit ziemlich verfilzt aus. Verfilzt? Was redest du da? Ich hoffe, du schlägst nicht vor, dass ich ein Bad nehme. Ja, ich glaube, ich denke, das liegt an der Grafik, dass er so aussieht. Nein, wie kommst du denn darauf? Das ist schon mal schiefgegangen. Aber dein Fell ist total verfilzt. Und wenn man genau hinschaut, sieht man sogar ein paar graue Haare. Das erfindest du doch. Ich pflege mich jeden Tag. Mein Fell ist weder verfilzt noch grau. Sie hat recht, Salba. Eine Veränderung würde euch wirklich gut tun. Keine Sorge, Big Zed. Das kriegen wir hin. Eine Bürste, ein bisschen Farbe und schon siehst du aus wie neu. Dann verpassen wir dir noch einen schicken Anzug. Ein Wookie bürstet man nicht. Man färbt ihn noch nicht und ganz bestimmt zieht man ihn nicht an. Ja, ich weiß, dass ihr Wookies nicht auf Kleidung steht. Aber du könntest völlig neue Maßstäbe setzen. Du wärst ein echter Trendsetter. Lass mich in Frieden. Okay, okay. Da bringt man einmal konstruktive Kritik an. Und was ist der Dank? Ach, was soll's. Dann bleib doch von mir aus nackt und verfilzt. Gut. Mal das auch geklärt. Hallo, Selka. Schön, euch wiederzusehen. Bedürft ihr der Heilung oder einer Behandlung? Ich kann beinahe jedes Leiden direkt hier vor Ort behandeln. Bis auf die Rakgul natürlich. Aber das wird sich jetzt ändern. Ich habe das Serum, das für die Heilung der Rakgul-Krankheit benötigt wird. Ihr habt das Serum? Ja. Unmöglich. Doch. Wie habt ihr es bekommen? Ich habe jemanden umgebracht. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich habe ihn umgebracht. Kann ich es sehen? Das Serum meine ich. Ich muss sehen, ob genug vorhanden ist, um es zu analysieren und mit der Massenfertigung zu beginnen. Da, nimm hin. Mal sehen. Ja, das ist es. Ein Heilmittel für die Rakgul. Mit dieser Probe kann ich genug Serum für alle herstellen. Die Leute von Taris stehen tief in eurer Schuld. Leider kann ich diese Schuld nicht tilgen. Nehmt diese kleine Belohnung. Es ist alles, was ich erübrigen kann. Ein paar Credits und 2 Medikits. Jetzt können wir ihn dazu bringen, dass er mehr rausrückt. Behaltet eure Belohnung, Selka. Ihr benötigt sie mehr als ich. Außerdem sind wir ohnehin schon ziemlich unverschämt reich. Ihr seid wahrlich nobel und großzügig. Und eure Bemühungen sollen belohnt werden. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich gewähre euch Rabatt, wann immer ihr bei mir einkauft. Juhu. Das ist das Mindeste. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ja. Ich möchte mal kurz... Kommt einfach hier rüber. Schauen, was an, so einkaufen, was man bei euch so bekommt. Immunität gegen Gift. Implantat Level 3. Da haben wir, glaube ich, noch gar nichts gemacht bei den Implantaten. Da müsste man auch... Naja, jetzt hat er das Rakgul-Serum hier drin. Cool. Stärke plus 4. Verfassung plus 4. Geschicklichkeit. Also, davon hätte ich gerne mal ein paar. Von diesen Anti nehmen wir nochmal welche mit. Und die verbesserten Medikits nehmen wir eben auch komplett ab. Jetzt habe ich leider nicht gesehen, was ich vorher hatte. Na, das ist eine ziemlich ansehnliche Sammlung jetzt. Ja, den Kampfanzug brauchen wir dann wohl nicht mehr. Mission Silikoklimme, weiß ich nicht. Blastergewehr können wir wohl auch verkaufen. Und diese ganzen Minen, da hat er auch ein bisschen Waffen hier, falls mal wieder die Sith vorbeikommen. Kann er dann hier zurückschlagen. Ja, da könnten wir noch ein bisschen upgraden. Das könnten wir vielleicht gerade noch machen. Dann müssten wir aber nochmal zurück. Kleidung können wir auch verkaufen. Mission Silikoklimme, weiß ich nicht. Behalten wir mal aus historischen Gründen. Neuer Tagebucheintrag, 200 Erfahrungen, helle Seitepunkte und ja, wir haben natürlich ein Objekt verloren, eben das Serum. Na, was hast du jetzt? Ihr habt es echt versaut. Wenn ihr Zax das Rakgul-Serum gebracht hättet, hätte er euch ein hübsches Sümmchen gezahlt. Aber nein, ihr musstet ja auf ehrenhaft tun. Ich hab ein Schwert. Willst du mal Bekanntschaft damit machen? Willst du? Ihr habt es echt ver... Ja. Dann dich, ne? Dann lieber doch nicht. Ja, also nochmal gerade. Schnellreisen zum Versteck. Und zwar zum Versteck. Truhe? Da können wir wahrscheinlich Sachen ablegen. Rüstung ist schon aufgewertet.
hätten wir auch nichts, was wir noch zusätzlich aufwerten könnten. Ferne Waffe, Carth's Blaster oder Zalbars Dingsbums. Da könnten wir was einbauen. Energiestrahl, Splitter, Angriffsbonus 2 und auch das können wir da reinbauen. Schrauben wir mal zusammen. So, Nahkampfwaffen, haben wir da noch was? Ne, da haben wir nichts. Gut, dann sind wir hier erstmal soweit fertig. Und widmen uns jetzt, glaube ich, erstmal dem Kampf. Nehmen wir die beiden wieder mit. Jojo, das ist recht so. Und unbedingt auch mal wieder speichern. Für den Fall der Fälle. Hä? Was sind das denn dafür? Angaben. Was unlogisch, aber okay. Gut. Also ich würde jetzt gerne noch den Kampf da machen. Gegen den Champion. Und dann gehen wir zu Fuß runter. Müssen wir ja eh zu den Slums. Und geben auf dem Weg das Kopfgeld ab. Bei dem fetten Wurm. Und wo müssen wir hin? Wir müssen hier hin, ne? Jawohl. Genau. Ja, und dann gehen wir weiter. Gehen wir weiter in die Unterstadt zu dem lustigen Lager da. Also, was möchtest du denn? Was kann ich für dich tun? Ich möchte gerne mit dir über deinen Bruder sprechen. Ich war bei unserer letzten Unterhaltung ein bisschen zickig. Tut mir leid, aber Griff ist ein heikles Thema. Es ist mir peinlich. Ja, wenn man Griff heißt? Peinlich, wieso denn? Es ist kompliziert. Griff war nicht gerade beliebt. Er hat so seine Fehler. Aber ich habe ihn trotzdem geliebt. Und das verstehen gewisse Leute eben nicht. Griff hat mich aufgezogen. Meine Eltern kenne ich gar nicht. Er brachte mich nach Taris, als ich 5 war. An die Reise erinnere ich mich bis heute. Wir hatten uns in einer Kiste im Frachtraum eines Frachters versteckt. Und wir hatten kaum Wasser und fast nichts zu essen. Ein Flug erster Klasse sieht anders aus. Ihr wart blinde Passagiere. Ich kenne selbst nicht die ganze Geschichte. Ich war noch ziemlich jung. Aber mein Bruder hatte Schulden. Vermutlich wurde er auch gesucht. Ich weiß es nicht. Wir mussten den Planeten heimlich verlassen. Das war unsere einzige Chance. Ich meine, wir waren keine Verbrecher oder so. Das heißt, mein Bruder wohl schon. Deshalb will ich nicht über ihn reden. Eigentlich ist Griff kein übler Kerl. Sicher, mein Bruder hatte Probleme. Aber er war immer für mich da. Er gehört zur Familie. Man muss zu seiner Familie stehen. Ja, das versuche ich dir ja zu sagen. Ich weiß nicht, wo ich ohne meinen Bruder gelandet wäre. Er war ein Spieler. Und ein Säufer. Und er hat sich ständig Geld geliehen, um seine tollen Ideen zu realisieren. Aber er hatte ein gutes Herz, weißt du? Er hat mir beigebracht, zu überleben. Er hat mir gezeigt, wie ich mich in das Sicherheitssystem eines Computers hacken kann. Wie ich ohne Zugangscodes in ein Gebäude komme. Wie ich erkenne, wem man sein Geld anvertrauen kann. Für mich klingt das, als war er nichts anderes als ein Kleinkrimineller. Hey, du hast ja keine Ahnung. Hier in der Unterstadt brauchst du diese Tricks zum Überleben. Ich vermisse ihn schrecklich. Ich hoffe, dass er eines Tages wiederkommt. Er hat es mir versprochen. Warum hat er dich denn allein gelassen? Er hat sich mit den falschen Leuten eingelassen. Es ist alles Lenas Schuld. Sie hat einfach mit ihren langen Wimpern geklimpert und schon ist er abgehauen. Wer ist denn überhaupt Lena? Ich will nicht über Griff und Lena reden. Wenn ich nur an dieses Weltraumflittchen denke, platzt mir schon die Galle. Soll ich mich darüber ärgern, dass mein Bruder mit dieser intergalaktischen Schlampe durchgebrannt ist? Oder willst du, dass ich dir helfe? Weißt du denn gar nichts über den Planeten, auf dem wir uns aufhalten? Hä? Alles in allem ist Taris nicht übel. Bleib einfach in der Gegend, in die du gehörst und misch dich nicht in Daviks Angelegenheiten ein. Dann kann dir nichts passieren. Ja, und was ist, wenn mir irgendwelche Swoop-Banden über den Weg laufen, die dauernd versuchen, mich umzubringen, wie das schon 5-mal passiert ist? Naja, egal. Also, dann machen wir alles durch. Was weißt du denn über die Oberstadt? In der Oberstadt gibt es einige nette Geschäfte und so. Aber da oben ist es langweilig. Ich gehe nur rauf, wenn ich mich von Zelka kostenlos heilen lassen will. Das ist aber nett. Und die Unterstadt? Was soll ich sagen? Ich war gerne in der Unterstadt, bis die Vulka diesen Bandenkrieg angezettelt haben. Heutzutage wirst du da unten auf offener Straße erschossen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Und die Slums? Eine schöne Gegend. Da unten wimmelt es von Rakulen auf der Suche nach ihrer nächsten Mahlzeit.
Außerdem haben sich ein paar Sklavenhändler in der Kanalisation eingenistet. Nicht mehr. Und dann gibt es noch das Dorf der Verbannten. Dort leben verurteilte Kriminelle. Ich meide das Dorf, wenn ich kann. Gibt's auch nicht mehr. Wir sind jetzt im gelobten Land. Und Vandavik? Die Angelegenheiten intergalaktischer Verbrecherbosse sind nicht mein Ding, okay? Ich kann dir nur das sagen, was sowieso jeder weiß. Erpressung, Sklavenhandel, Schmuggel. Vandavik hat hier auf Taras überall seine Finger im Spiel. Sogar die Swoop-Banden gehen ihm aus dem Weg. Na, dann mal danke. Kein Problem. Ich bin schließlich hier, um dir zu helfen. Ganz hervorragend. So, dann hätten wir das an der Stelle auch geklärt und werden uns in der nächsten Folge dann dem Kampf gegen Bender Starkiller, heißt er glaube ich, widmen. Bis dahin. Ciao, ciao.